Moin zusammen. So. Ich bin ein bisschen übermütig. Ich fühle mich extrem sicher momentan, was hier so die allgemeine Lage angeht. Ich könnte noch mal Richtung Nahrungsmittel was machen. Das wird nämlich langsam weniger. Vier Uhr ist es. Die Londoner verlieren Anhänger. Sehr cool. Was ist das? Einmal. Achso. Zehnmal Holz. Die Hoffnung steigt. Und es ist gar nicht so schlimm. Ein neuer Morgen bringt neue Hoffnung. Unsere Aussichten sind nicht schlecht. Wir müssen nur noch etwas länger durchhalten. Voraussetzung für Fähigkeiten nicht erfüllt. So, da pausiere ich mal im Kohlemeiler. Stattdessen setze ich da noch mal einen rein. So, dann habe ich noch ein paar Arbeiter übrig. Holz. Bauen. So, Technologie, Rohstoffe. Wo ist er denn? Dieser. Hä? Da, den habe ich gesucht. 30 Holz, 30 Stahl. Nein, Quatsch, den habe ich nicht gesucht. Wie heißt denn das Ding hier? Mauerbohrer. Rohstoffe. Mauerbohrer, da ist ein Dampfkern. Ja. Yeah. Ich brauche auf jeden Fall mehr Dampfkerne. Zwei kommen gleich noch. Kann ich nicht irgendwas erforschen, dass ich... Warte mal. Rohstoffe, Industrie. Dass ich die Dinger selber, Ingenieurs, womöglich den Einsatz von Automaten in Werkstätten und Fabriken, Einsatz von Automaten, Sanitätsstationen und Krankenhäusern, verbessert die Eingliederung von Automaten, erhöht die Effizienz. Prothesen werden 50% schneller hergestellt. Zusätzliche Speer brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Schnellere Außenposten-Teams. 50% schneller. Ich werde erst nochmal die Heizung weiter forschen, weil es bald ziemlich frostig wird hier. Okay, Holz steigt. Generatoreffizienz. Generator Reichweite. Generator Leistung. Braucht dreimal so viel Kohle. Kann ich das eigentlich schon erforschen? Nee. Dampfzentren Effizienz. Verbrennen weniger Kohle. Fortschrittliche Heizkörper. Temperatur in Arbeitsplätzen und drei Stufen. Jeder Heizkörper verbraucht im Betrieb. Reichweite. Das mache ich jetzt. Yep. Kohle habe ich echt viel. So, die Hoffnung steigt. Ich würde mal sagen, die Hoffnung ist auf Maximum. Rohstoffdepot. Eins. Na, ich bin auch doof, ne? Kann die Karte drehen und macht's nicht. So, da werde ich noch Kohle einlagern. Speer ist sicher in die Stadt zurückgekehrt. Yeah! Du kannst die Speergruppe bei der Signalstation auflösen oder sie ins Frostland schicken. Mal schauen. Ja, hier unten links gibt es irgendwie ja nichts mehr. Die gehen auch nach Hause. Versorgungslager, gefrorener Teich. Dann gehe ich mit den Jungs mal zum Versorgungslager. Und Pause. So, Automaten. Zwei Stück. Dann wollte ich noch haben Nahrungsmittel. Fliegende Jäger.
ich auch Straße abreißen? Straße abbauen, ja, guck mal. Die Straße nehme ich von hier bis da weg. Stattdessen wird sie hier hochgezogen. Und dann baue ich da gleich noch so einen fliegenden Jäger rein. Ups. Schaffe ich mir noch mehr Rohnahrung ran. Baue noch ein Rohstoffdepot für Essen. Und warte mal. Ich brauche irgendwie mal eine Gesamtübersicht für die Häuser. Ich weiß immer nicht, wie viele Einwohner ich hier maximal aufnehmen kann. 329 müssen eigentlich mal die Häuser zählen. Wetter minus 2, Gebäudeisolierung, Wärmezone. Das ist cool. Einwohnerhaus. So. 1, 2, 3, 4 Häuser stehen, glaube ich, leer, wenn nur 14 obdachlos sind. Dann passt das ja mit den 35. Versuchsobjekt benötigt. Sir, der Ingenieur, der am Automatenprojekt arbeitet, ist wieder hier. Er möchte sich einen Automaten ausborgen. Ich stehe kurz vor einem Durchbruch. Ich brauche nur einen Tag lang einen Automaten. Dann kann ich sicherlich genaue Modifikationen vorschlagen, die ihre Leistung dauerhaft steigern. Dieser Automaton wird 24 Stunden lang nicht arbeiten. Ja, mach das. Okay, ich habe keine rohen Nahrungsmittel mehr. Nahrungsmittel. Fliegende Jäger. Boing. 203 mal Holz. Generator Reichweite erforscht. Sehr cool. Dampfzentrum Effizienz. So, die verbrauchen gleich weniger Kohle. Ein neuer Automaton wurde gebaut. Dann baut man direkt noch einen. So. Ein verfügbar. So, der geht da hoch. Einer bleibt hier und wenn der fertig ist, geht er sonst hier unten runter. Und langsam sollte ich auch anfangen, Rohstoffdepots für Nahrung zu bauen. Harte Winter kommt mit Sicherheit noch. Und dann habe ich lieber mehr auf Vorrat, als dass die Leute verhungern. Voraussetzung für Fähigkeit nicht erfüllt. Vorarbeiter. Rest time. Work is done for the day. Sägewerk. Gucke ich jetzt mal, dass ich da die Heizung optimiere. Drei Tage, zwei Stunden und nur noch 8 Londoner. Das werdet ihr nicht schaffen, nach London zurück mit 8 Leuten. Sehr
So, was haben wir denn hier noch? Nix weiter. Rohstoffdepot. Das Lager könnte ich vielleicht auch noch mal ausbauen. Wachstation. Sind alle Häuser im Einzugsgebiet? Ja. Auch gut. So, Technologie. Nee, Fabrik brauche ich keine mehr. Dampfzentren. Weiß ich nicht, ob ich welche brauche. Oh. Meine Kohlelager sind fertig. So, hier hinten darf ich nicht heizen. In der Schneegrube. So, keine Leichen. Dann werde ich die andere Schneegrube abreißen. Ich bin mal gespannt, was dann passiert. Ob die... Wo ist sie denn? Rohstoffdepot. Schneegrube. Da. 13 Leichen. So, rohe Nahrung habe ich auch nicht wirklich viel. Ich bin mal gespannt, ob die... Ups. Ja, okay, die Leichen werden umgepackt. Lagerkapazität fast erreicht. Ich bin voll mit 300 Stahl. Das ist krass. Stahl. Ich kann noch Häuser ausbauen? Nein, aber ich kann zusätzlich Häuser dazusetzen. Da setze ich noch mal eins rein. Hier kann ich nicht. Da könnte ich nur zwei. Da ist auch irgendwie doof. Würde ich sagen, Rohstoffdepot, 40 Holz, bauen wir hier hinten beim Stahl nochmal ran. Platzierung da nicht möglich. So, da wird Stahl gelagert. Bauen, Rohstoffdepot. Nicht an Straße. Okay, kein Holz mehr. So. Gut. Dann beschleunige ich mal ein bisschen. Es wird nämlich gleich frisch. Unzufriedenheit möchte ich jetzt mal gleich auf Null sinken lassen. Unzufriedenheit sinkt, Hoffnung steigt. Und ansonsten jo, wird hier ganz fleißig gebaut. Essensration, Stahl. Was ist das hier für ein Haus? Holzkohle, meine. Geschlossen zu dieser Tageszeit. Und ein Gesetz kann ich noch wieder zweck. Neue Ordnung. Mit der Einführung der neuen Ordnung werden alle, die Zweifel äußern, als Verräter behandelt. Gehorsam ist die höchste Tugend. Ohne ihn kann man die Stadt nicht überleben. Alle, die uns nicht folgen, werden aus dem Weg geräumt. Hoffnung wird nie mehr ein Problem sein. Die Londoner müssen ihre Ansichten aufgeben. Ein öffentlicher Hinrichtungsplatz gebaut. Einige Londoner werden sterben, einige Bewohner werden sich gezwungen sehen, dieses Gesetz anzufechten. Einige von ihnen werden sterben. Yes. Die neue Ordnung. Blutvergießen. Sir, Einwohner randalieren auf der Straße und verlangen, dass das Gesetz nicht in Kraft tritt. Sie sagen, bei Ordnung geht es darum, dass die Leute für ihr Überleben zusammenarbeiten und nicht darum, dass ein Mann das Leben anderer als Rohstoff einsetzt, um mehr Macht zu gewinnen und die Freiheit abzuschaffen. Ungefähr ein Viertel unserer Einwohner ist entschlossen zu kämpfen. Die anderen schweigen.
Das Gesetz wird unterzeichnet, Einwohner werden sterben. Das Gesetz wird nicht unterzeichnet. Wir sollten keine vorschnellen Entscheidungen treffen. Okay. Das gelobte Land. Errungenschaft freigeschaltet. Dann würde ich... Ups, das hier war eigentlich noch ganz nice. Erhöht die Effizienz von Arbeitsplätzen in der Nähe um 20%. Du musst 3 Agitatoren bauen. Propagandatürme. Ordnung. Agitator. 10 Holz und Stahl. Ich schätze, dass wir die Stimmung hochhalten und die Effizienz auch. Wir müssen wirklich ständig ermahnt werden, härter zu arbeiten. Müssen wir wirklich ständig ermahnt werden, härter zu arbeiten? Nur 3 Arbeiter. Okay, wo kriege ich noch Arbeiter raus? Wo ich stattdessen Ingenieure hier zum Beispiel. Zack, zack. Und voll machen. Kurz. Die Londoner verlieren Anhänger. Und 2 Tage, 22 Stunden habe ich noch. Errungenschaft freigeschaltet. Verlorene Seelen. Du kannst die Speergruppe bei der Signalstation auflösen oder zurück ins Frostland schicken. Ja, sie warten ja schon darauf, dass sie losgeschickt werden können. Ab zum gefrorenen Teich. Und wir haben neue Arbeitskräfte gewonnen. Jetzt ziehe ich hier mal die Ingenieure raus. Arbeiter rein. Die Dinge laufen nicht schlecht, wir sollten dafür unserem Captain danken. Wir werden diese Kälte und den Hunger überwinden, vereint werden wir bestehen. So, hier kommt dann auch Stahl hin. Und Kohle, Kohle, ups. Kohle, Kohle. Gut, 2 sind krank. Okay, die arbeiten nicht, weil ihnen zu frisch wird. Eiskalt. Alle mit so einem Frostsymbol kriegen dann hier nochmal. Sägewerk ist eiskalt. Sehr hohes Risiko, krank zu werden. No time to waste. We've got work to do. Sehr kalt. Sehr kalt. Zum Glück nicht sehr lange. Hohes Risiko, dass sie krank werden. Da ist sehr kalt. Da ist sehr kalt. Ein neuer Automaton wurde gebaut. Der geht direkt hier rein. Jetzt geht es nämlich langsam los, dass ich viel Kohle brauche. Denke ich jedenfalls. So. Oha. Alle Sanitätsstationen sind am Frieren, oder wie sieht das aus? Lagerkapazität erreicht. Ach Gott. Dampfzentren und Dampfzentren verbrennen weniger Kohle. Sehr gut. Das kommt genau richtig. Fortschritt in Arbeitsgewinn, die Temperaturen in Arbeitsplätzen um 3 Stufen. Jeder Heizkörper verbraucht im Betrieb. Das sollte ich machen. Generatorleistung. Rohstoffe. Dampfsägewerk. Labor. Nee, das mache ich. Fortschrittliche Heizkörper. Bauen. So. Pause. Ordnung. Aggregator. 10 Holz. Und Stahl. 3 Stück brauche ich. Okay.
Ich weiß nicht, kann ich mehr bauen als drei? Das wäre natürlich richtig gut. Ich kann es nicht an Straße heran. Dann mache ich hier erstmal auf Holz und Kohle Nummer 1. Und hier so Nummer 2. Nahrungsmittel. Rohnahrung. Ach, guck mal. Nur die dann hell hervorgehoben sind. Da auf jeden Fall nochmal ein. So, dann da nochmal ein. Das brauche ich nicht. So, da habe ich. Da habe ich. Beim Stahl habe ich. Da brauche ich nicht unbedingt. Hier wäre vielleicht nochmal. Krankenhäusern arbeiten dann ein bisschen effizienter. Ich hab's ja an Rohstoffen. Sechs Automaten habe ich schon. Holz ist noch 55. 52. Leichte Frostbeulen. Einwohner ist schwer krank. Lagerkapazität fast erreicht. Holz ist voll. Okay. Holz ist voll, dann würde ich mal sagen, baue ich einfach mal Straßen auf blöd. Hat ja sonst nichts zu tun hier mit den Rohstoffen. So. Hier einmal hoch, darüber, da einmal ganz hoch, von hier aus nach da und hier hoch. So, ein Stahlwerk hier hinten, das können wir einmal verbinden. Da können wir lang. Und den äußeren Ring hier. Eigentlich rumziehen theoretisch. Straße bauen. So, hier hinten wollte ich auf jeden Fall auch noch irgendwie durch. So, ist doch schön. So, was haben wir denn? Das Automatenprojekt, Dampfkern benötigt. Sir, der Ingenieur, der im Automatenprojekt arbeitet, hat seinen Bericht geschickt. Er hat den ausgeliehenen Automaten beschädigt. Jetzt will er einen Dampfkern. Der Schaden hat aber auch Gutes. Wir können die defekte Maschine reparieren und nun Automatone so anpassen, dass sie schneller arbeiten. Der Ingenieur ist jetzt wieder beschäftigt, aber er sagte, er sei etwas Vielversprechendes auf der Spur. Wird beendet. Effizienz steigt um 5%. Wird fortgesetzt. Weiterarbeiten wir besorgen später einen Dampfkern, ja. Hab grad keinen. Mit Fehlfunktion wurde repariert, okay. Ein so ein Aggregator ist jetzt schon fertig hier irgendwo. Passive Effekte. Ermutigten Worte erhöhen die Motivation von Arbeitern. Vorhin noch so viel Probleme gehabt mit Stahl, aber das ist jetzt passé, würde ich sagen. Ich werde noch mal
Häuser bauen. Oh, nee, nee, nee. Die hier nicht. Da baue ich vielleicht was anderes rein. So, Ordnung, Technologie, Dampfzentrum. Gucken, da ist eins, da ist eins. Dass mir die Leute hier nicht frieren. Hier könnte ich noch mal einen reinsetzen. Dampfzentrum. So, hat auch eine recht große Reichweite mittlerweile. Zack. Dampfzentrum. Hat da alles im Griff, hat da alles im Griff. Sehr cool. So, 5 Londoner nur noch. Und ein Automaton. Okay. Dann gehst du mal da rein. Oder? Nee. Kann ich den hier setzen? Ja. Yeah. Fortschrittliche Heizkörper erforscht. Sehr gut. Was ist das? Ermöglicht die Erforschung von Technologie der Stufe 5. 12 Stunden. Steigern. So, Pause, Leute. Ihr macht jetzt nämlich... Nee, Workday ist nicht off. So sieht das aus, Leute. Die Forscher haben jetzt zu tun. So, und der bringt gleich 100 Stahl nach Hause. Und die, wenn die zu Hause sind, gehen dann wieder Essen holen. Stahl habe ich jetzt keine Probleme mehr mit. Ein Tag, 24 Minuten. Aggregatoren gebaut. Die ersten Aggregatoren nehmen ihren Betrieb auf. Die ermutigten Worte erreichen nun mehr Einwohner. Die Hoffnung steigt. Apropos, Ordnung. Wachstation. Muss ich hier vielleicht noch mal eine reinsetzen? Oder? Nee, ist bis da. Ist bis da alle drin. Der hat keine Waschstation. Jetzt, wo nachts ist, kann ich ja das Speisehaus mal woanders hinsetzen. Warte mal. Da ist ein Speisehaus und da oben war ein Speisehaus, ne? Ups. Da ist ein Speisehaus. Dann würde ich da beide Speisehäuser hinsetzen und das eine aus der Stadt rausnehmen. Nee, geht nicht. Habe ich hier nicht auch so einen Aggregator gebaut? Der geht bis da. Würde hier eigentlich ganz gut reinpassen. Von der Größe her. Na, ist wurscht. Mache ich mal so weiter. Sammelhütte. Sehr gut. Sechs Ingenieure gehen einfach mal in die Sammelhütte da unten rein. Achso. Und? Fast vergessen. Der wird abgebaut. Stattdessen geht ihr wieder zum Fischerdorf. Minus 70 Grad. Ja. Eiskalt. Oh, das wollte ich gar nicht. Minus 70 Grad, ey. Boah.
mach mal die Zeit ein bisschen schneller. Mit Nahrung haut soweit auch hin. Gleich wird es wärmer. Wir können jetzt Technologie der Stufe 5 erforschen. Generatorreichweite. Möglich die Erhöhung der Reichweite des Generators, die Ausdehnung der Wärmezone. Diese Kohleverbrauch ist unter diesen viermal so hoch. Huiuiui. Generatorleistung, Generatorüberbrückung. Schnellere Außenpfosten-Teams bewegen sich 50% schneller. Nahrung und Gesundheit. Warte mal, ich wollte doch noch. Dank besserer Waffen und Ortung kehren Jäger von die von der Hütte für fliegende Jäger aus aufbrechen mit mehr Rohnahrung von jeder Jagd zurück. Wärmedämmung im Gesundheitswesen. Häuser, Wärmedämmung. Achso, industrielles Treibhaus braucht dann aber die Kerne. Wärmedämmung. Krankenhäuser beschäftigen weniger Ingenieure. Ja, erstmal die Nahrung. Noch 5 Londoner. Achso, das war, warte mal. Automatisches Prototyping. Sitzen Rohstoffe, großes Rohstofflager. Ja, das wäre nämlich auch noch mal was. Gut, dann mache ich die Zeit mal wieder vor. Kohle wird mehr, obwohl kaum Leute arbeiten in der Nacht. Die Londoner verlieren Anhänger. Verbleibend einer. Ach du Güte, soll er doch ins Exil gehen, der eine. Das ist gar nicht so schlimm. Einander morgen bringt neue Hoffnung. Es könnte uns zwar bedeuten, besser gehen, aber ich muss zugeben, dass es allmählich aufwärts geht. Fortschrittliche Kohlemine, nein. Einspritzventile für Kohlegenerator, auch nein. Sammelstellen, wäre ein effizienteres Sammeln. Nahrung, Gesundheit. Treibhaus, industrielles Treibhaus. Wärmedämmung, Häuserwärmedämmung, Wärmedämmung im Gesundheitswesen, Speisehauswärmedämmung, Heizung, Generatorleistung. Ermöglicht die Erhöhung der Temperatur in allen Wärmezonen um eine Stufe. Der Kohleverbrauch ist dreimal so hoch. Generatorreichweite ist viermal so hoch. Mach ich. Dampfzentrum. Betrieb. Keine sammelbaren Rohstoffe in Reichweite. Okay, dann baut den Kram mal ab. Und ...20 Arbeiter habe ich dann über. Wandelt in Kohle um, brauche ich nicht. Sammelstelle. Oh. Schick. Die Kinder sind zurück in den Sammelstellen. So, da arbeiten noch Kinder. Hat noch 200 Holz. Der hat hier noch 1700 Holz. Der hat noch 1900 Holz. Ziehen Essensrationen. Nee, das lasse ich lieber. Da arbeitet ein Automat drinne. So, ansonsten habe ich in allen großen Fabriken, außer hier. Keine Bewohner. Unzufriedenheit. Gut, es wird ein bisschen wärmer.
Ich würde den Generator sonst mal eine Stufe runterfahren. Mal gucken, wie das aussieht. War nicht so schön. Dann wird den hier ein bisschen kälter. Ich könnte allerdings Speisehaus. Speisehaus. Runter. Gefängnis wird runtergefahren, der wird runtergefahren. Die bleiben, der wird runtergefahren. Ne, der bleibt. Aber die können runter. Und der kann runter. Der kann runter. Krankenhäuser können runter. Wirtshaus. Speisehaus ist kühl. Ne, der lässt dann mal an. So, dann habe ich jetzt noch ausreichend Arbeiter zur Verfügung. Ja, 15 Sammelstellen. 1, 2, 3, 4, 5 Sammelstellen habe ich hier. 6, 7. Und 8. Stahl wird immer mehr, Holz wird immer mehr, Essen wird nicht wirklich mehr. Nahrungsmittel, Hütte für fliegende Jäger. Meine komischen Effizienztürme hier. Da baue ich eine Hütte hin. Dann setze ich da eine Straße hin und die Straße nehme ich weg. So, die Straße kommt weg. Und dann kommt da noch ein fliegender Jäger rein. Zur Ordnung, Agilator. Hier habe ich einen. Da habe ich einen. Da habe ich direkt noch einen. Ah ne, ist Wachstation, okay. Propagandazentrum, Gefängnis, Regulator, da und da. Generator Reichweite erforscht. Gut, Generator Leistung. Kohleverbrauch ist dann dreimal so hoch. Hier ermöglicht die Erhöhung der Temperatur in allen Wärmezonen um 2 Stufen, wenn die Generatorüberlastung aktiv ist. Nö, Heizung habe ich dann erstmal alles, was ich möchte. Erkundung. Kosten von Automatoren werden um weitere 30 Holz und 30 Stahl reduziert. Das ist sehr interessant. Sammelstellen Wärmedämmung? Nein. Wo war das? Dampfsägewerk. Thermostat für Holzkohlemeiler. Produzieren mehr Kohle. Braucht dann auch 20 Holz pro Arbeitstag, Dampfsägewerke. Nein. Ein großes Rohstofflager. So, Agilator. Die Worte des Agilators. Erreichen 2 Arbeitsplätze. Die mutigen Worte erhöhen die Motivation von Arbeitern. Er erreicht 10 Arbeitsplätze. Guck mal, das Ding ist doch immer gut gebaut hier. Mit
baue ich gerne noch mehr von. Ich hatte hier oben, glaube ich, irgendwie noch einen. Da, die erreicht 11 Arbeitsplätze. Überschneidet sich ja sogar. Da kommt einer hin. Das heißt, Straße bauen. Von hier nach da bauen. So, Adilator hier hin. Schreckliche Neuigkeiten. Sir, es gab einen furchtbaren Unfall in einer unserer Industrieanlagen. Beinahe ein ganzer Trupp Arbeiter wurde getötet. Sollen wir es vertuschen und den Einwohnern erzählen, dass sie auf eine dringende Expedition gehen mussten? Der Unfall wird vertuscht. Nein, sagt die Wahrheit. 4 Einwohner sind gestorben. So, und die Hoffnung steigt. Zack, zack, wieder voll. Oh, gar nicht mal wenig. So, Agilator, Propagandaturm. Da ist noch einer. Erreicht 3 Arbeitsplätze. Da könnte ich hier oben noch mal einen hinsetzen. Der eine hat ja nur den hier für die Kohle. Da habe ich, glaube ich, auch einen drin stehen. Genau. Reicht 6 Arbeitsplätze. Ja, reicht dann so. Oh, Spediteure warten. Fischerdorf, Außenposten bauen. Yeah. Gut, dann bringen die noch mehr Nahrung mit sich. Großes Rohstofflager wird erforscht. Sammelstellen, Wärmedämmung, nein. Niedrige Gesundheit. Wärmedämmung im Gesundheitswesen. Pflegeheime werden noch wärmer. Krankenhäuser beschäftigen weniger Leute. Krankenhäuser heilen schneller. Häuserwärmedämmung. So, Wärmedämmung im Gesundheitswesen. Mache ich jetzt erstmal irgendwie alles auf Wärmedämmung. Sammelstelle Wärmedämmung kommt dann gleich auch noch. Hier ist es nämlich recht kühl. Sehr cool. So, was sagt die Uhr? Ja, Zeit für eine kleine Pause. Gleich geht's weiter. Viel Spaß weiterhin und ciao.